Willkommen zu einem nicht Let's Play, weil ich denke, wir werden dieses Spiel schnell durchhaben. Der Great Toilet Simulator. Der ist richtig ausgesprochen so. Das braucht ihr mir nicht sagen. Dieses Spiel bekam ich von einer sehr bösen Person geschenkt, dessen Name ich gar nicht aussprechen möchte. So böse ist sie. Diese Person hat zu viel Geld für 35 Cent Spiele. Und ich habe jetzt das hier bekommen. Letztens erst 100 Euro. Das waren die schönsten 100 Euro in meinem Leben. Das Spiel war sogar relativ spaßig. Und jetzt haben wir das hier. Toilet Simulator. Ja, in dem Spiel geht es darum, dass wir ein Typ sind. Oder eine Dame. Ich weiß es nicht. Ich glaube eher ein Typ, der eine Toilette sucht und kacken muss. Let's go. Ich habe ein bisschen reingeguckt. Ich habe schon ein bisschen gespoilert. Ich spiele das mit Tastatur. Ich weiß nicht, ob es mit Controller geht. Ich habe es nicht ausprobiert. Aber ich kann Tastaturspiele nicht. Wusstet ihr das? Nein? Ich habe Spiele nie wieder Tastatur. Ist eine Seltenheit. Okay, das sind wir. Hier ist unser Auto. Und wir suchen jetzt eine Toilette. Das Spiel läuft in 52 FPS. Ist das Spiel so scheiße bei mir, oder? Kann ich rennen? Okay, mit Shift. Habe ich schon mal gesagt, dass ich nie mit Tastatur spiele und das sehr unangenehm für meine Finger ist? Okay, ich hab keine Ahnung. Sieht das Spiel normalerweise so scheiße aus? Okay, mal ganz ehrlich. Kann ich kurz in die Options gehen und vielleicht die Qualität ein bisschen runter machen? Vielleicht hilft das beim Spiel. Keine Ahnung. Normalerweise müsst du bei PC das schaffen. Na komm, so scheiße muss die Qualität jetzt nicht sein. Hey, es läuft immerhin. Nein, es sind. Okay, ich will jetzt kurz testen. Ich mach die Qualität jetzt mal ganz runter. Ist das Spiel immer noch schlecht dann? Es steuert sich schon mal besser. Okay, warte mal. Ich habe das Spiel nicht getestet, so. Deswegen muss ich jetzt kurz gucken. Aber das kann ja nicht sein, dass so ein schlechtes gemachtes Spiel. Da wurde ja gar nicht auf die Performance geachtet. Also absolut nicht. Die Musik ist auch weniger bedrückend. Wir können hüpfen, die Bäume laden nach. Sehr schön. Wir suchen einfach nach einem Klo. Komm, gehen wir nach da lang. Obwohl, hört der Weg da auf? Ja, ich habe Probleme. Das Spiel laggt total. Komm, machen die Qualität. Also mein PC ist nicht mehr der neueste. Das ist wahr. Aber dass das Spiel so laggt, ist unglaublich. Aber das Spiel, das ist aber auch, ich liebe es. Das Spiel ist 1 Gigabyte groß. 1 Gigabyte. Denkt mal drüber nach. Was ist denn das jetzt für ein komischer Fleck? Ach, das ist die Wand. Ach so. Na gut, dann gehen wir weg. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das Spiel kommentieren soll. Meine Angst ist nicht da. Ah, das ist Monster. Hi. Hi! Ja! Ja, das war The Great Toilet Simulator. Hallo? Spiel? Ah, wir leben wieder. Wo bin ich? Bin ich jetzt wieder beim... Mein Auto ist weg. Oder wache ich dort auf, wo ich gestorben bin? Ja, also keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe absolute Probleme, mit der Tastatur zu spielen. Deswegen ich sehr oft stoppen werde, weil ich keine Ahnung habe, wie man mit so spielt. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich da kommentieren soll. Das Monster taucht auf hin und wieder, da ist schon wieder die Wand. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ey, komm, wir laufen jetzt einfach mal hier durchs Gras. Mit meinen 60. Ich habe das Spiel auf die schlechteste Qualität gestellt. Ich möchte schon auf 1080p spielen und das Spiel laggt trotzdem. Also das Spiel ist wirklich nicht gut gemacht worden, sind wir ehrlich. Achso, übrigens, ja, ich kann pupsen mit dem linken Mausklick. Pff, ja. Das ist ein tolles Spiel. Was auch immer da oben ist, sieht seltsam aus. Kann ich hier runterspringen?
Nicht runterspringen, aber ich kann runterlaufen. Wir suchen jetzt hier einfach nach einer Toilette. Und dann ist das Spiel auch vorbei. Also die meisten haben 8 Minuten gebraucht. Hier ist schon wieder das Ende der Welt. Ich höre Rauschen. Also die ganze Welt sieht rauschig aus. Ich weiß nicht, ob es irgendwas in den Einstellungen liegt. Ja, ich habe es jetzt wirklich auf ganz schlecht gestellt, aber das Spiel läuft einfach bei mir nicht. Also ich weiß, mein PC ist ja nicht der beste jetzt. Also der ist schon sehr, sehr alt. Aber so schlecht ist der auch nicht. Wisst ihr, was mir am meisten Angst in dem Spiel macht? Die Fliege, die neben mir die ganze Zeit rumschwirrt, die nervt mich. Ich höre Sirenen. Ist das Siren Man? Ja. Finde ich eine Toilette, oder? Oh, ich musste pupsen, es tut mir leid. Hört man die Motivation in diesem Spiel raus? Was sehe ich unten links? Ist das meine Lebensanzeige? Wahrscheinlich, oder? Ich renne herum, die Bäume sind toll. Wieso verliert ihr eigentlich eure Textur, wenn ich näher rangehe? Das geht doch gar nicht. Es ist ein schöner Tag. Ich pupse jetzt herum. Tralalalala. Ob wir jemals eine Toilette finden? Hier ist schon wieder das Ende der Welt. Da ich habe schon mal gesagt, dass ich keine Motivation habe. Und dieses Spiel absolut cool. Entschuldigung, es ist mega gut aussehend. Ich meine, für 35 Cent. Das Spiel ist 1 GB groß. Bitte bedenken. 1 GB. Das kann doch niemals 1 GB groß sein. Oder? Also Entschuldigung, ich habe bessere 1 GB Spiele gesehen. Ich weiß auch nicht, wie groß diese Welt hier ist. Ich habe gesehen, manche haben nur 2 Minuten gebraucht, aber die kannten die Routen des Spiels schon, wo sie hinlaufen müssen. Ich laufe hier auch einfach nur rum. Also, merkt ihr den Horroraspekt des Spiels? Ich merke ihn richtig. Also, ich habe mega viel Spaß. Bitte noch mehr 35 Cent Spiele? Bitte nicht. Okay, ich gehe mal nach. Wovon dort komme ich vielleicht? Na komm, wir gehen dort lang. Ich folge jetzt einfach nur diesen Weg hier. Irgendwo. Da ist das Klo! Seht ihr? Immer, ich hab. Ich sollte hier rein. Bitte, kann ich gleich pupsen? Ah, gut, okay. Das Ende. Was will mir jetzt damit sagen? Die Welt ist untergegangen, während ich auf dem Klo war? Das läuft übrigens mit 700 FPS gerade wieder, also. Keine Ahnung, das Spiel ist echt nicht gut gemacht. Ja, das war's. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.